Eigentlich bin ich gar nicht vorbereitet zum Reden. Hallo Weißenfels! Der Sven aus Berlin. Eigentlich wollte ich nur gute Freunde besuchen und mir das mal angucken. Wir fahren ja überall hin. Ja, ich höre mich so. Eigentlich passe ich hier gar nicht rein, habe ich gemerkt. Aber es ist nicht so schlimm, weil wir stehen alle für Frieden hier, oder? Wir wollen alle Frieden auf dieser Welt haben. Und genau, ja, das ist es. Aber mein Thema ist nicht das Friedensthema. Weil ich per se ein Mensch bin, der Frieden auf dieser Welt haben will. Der Frieden für alle Völker auf dieser Welt haben möchte. Und wir interessieren uns im Moment nur für einen Krieg, weil wir direkt als Waffenlieferant oder als dumme Politik dort mit drin sind. Aber wen interessiert es denn, wo die anderen Konflikte sind auf dieser Welt? Wen interessiert, dass in Nahost jeden Tag 200 bis 400 Menschen getötet werden? Dass dort Kinder zu Tode kommen? Wen interessiert es dort? Also darüber reden wir alle nicht. Ich hatte vorhin ein Gespräch, dort wurde eine Organisatorin auch angesprochen und wurde gesagt von einer, die nicht weiß, wofür wir hier stehen. Wofür steht ihr hier? Für Frieden? Wir haben doch Frieden. Und genau das ist das, was ich immer sage. Wir müssen das, was wir sehen, nicht von uns sehen, sondern von denen, die von außen zugucken. Die sagen, wir haben doch Frieden. Überall ist Frieden. Wir sind hier in Deutschland. Wir meckern auf hohem Niveau. Natürlich meckern wir immer auf hohem Niveau. Das ist so der Ursprung des Deutschen. Aber mittlerweile müssen wir doch sehen, was hier in unserem Land passiert. Aber wir dürfen nicht dahin kommen, uns nur um die Symptome zu unterhalten. Alle Symptome sind wichtig. Der Krieg ist wichtig, der Frieden ist wichtig, die Kinder sind wichtig, das ist wichtig, die Renten sind wichtig. Wo ist aber die Ursache? Die Ursache, meiner Meinung und nicht nur von meiner Meinung, haben wir vor 4,5 Jahren das erste Mal so richtig groß gesehen. Indem wir gemerkt haben, dass wir dummen Deutschen alles das machen, was uns gesagt wird. Und nicht mehr selber denken. Wir hinterfragen nicht mehr. Wir machen einfach alles das, was irgendjemand sagt. Das haben wir vor 4,5 Jahren gedacht. Oder gesehen, so richtig gesehen. Und ja, ich stehe immer noch hier und ich lasse es mir von niemandem nehmen, dass mein erstes Thema Corona bleiben wird und die mRNA, die uns noch Jahrzehnte beschäftigen wird, auf der gesamten Welt. Das ist ein globales Thema. Und das sind keine Verschwörungstheorien mehr. Da könnt ihr sämtliche Datenanalysten hören, sämtliche, auch Herr Dandele Ganser spricht darüber übrigens mittlerweile, dass uns das beschäftigen wird. Dieses Land, in dem wir leben, und ich bin auch nicht mehr der jüngste Jahrgang, ich bin 71er Jahrgang, ich habe viel mitbekommen, ich bin Wossi. Ich habe den Osten mitbekommen und den Westen mitbekommen. Und wenn jemand sagt, wir bewegen uns hier langsam hin zu DDR 2.0, sage ich, wir bewegen uns langsam hin zu DDR 4.0. Wir haben hier Widerstandskämpfer, die verlieren regelmäßig ihre Arbeit. Weil der Arbeitgeber sagt, wir haben dich im Internet gegoogelt, du stehst da drin als Friedensaktivist oder als politischer Aktivist, das wollen wir nicht. Das widerfährt uns täglich, hören wir das. Aber das interessiert den normalen Menschen nicht. Interessant ist, wenn ihr den Bundestag guckt, also nicht sagen, wir hören kein Radio, wir sehen kein Fernsehen, wir müssen uns überall informieren, was dort passiert. Wir rennen jetzt sämtlichen Parteien hinterher und hoffen, dass die etwas bringen. Okay, dann fange ich an, genau das, was diese Parteien vermissen lassen, wenn wir uns schon selber loben und sagen, wir haben freie Medien. Und die freien Medien werden immer wichtiger. Es gab mal eine Zeit, wo wir zigtausende auf der Straße waren, da haben wir gesagt, wir brauchen nicht mehr so viele Streamer, die Leute kommen von alleine, weil die aufwachen. Mittlerweile sehen wir alle in ganz Deutschland, dass es immer weniger wird. Und da dürfen wir uns nichts vormachen. Wir müssen auch mal die Wahrheit sehen. Und deswegen, Utopia TV, herzlich willkommen. Denn die Bürgerstimme, herzlich willkommen. ST News, herzlich willkommen. Patrick Fischer bei TikTok, herzlich willkommen. Dark Devil bei TikTok, herzlich willkommen. Das sind die neuen Medien. Wir, dazu gehöre ich auch, weil der Beobachter live ist mit mir auch immer zusammen, wir berichten live. Wir haben keine Konserve. Wir stehen hier und berichten alles live. Was außenrum passiert, was hier passiert, alles live. Wir nehmen nichts auf und sagen, wir führen mal Vorgespräche mit euch. Wir gehen an die Menschen ran und wollen mit denen ins Gespräch kommen. Das solltet ihr auch im Privaten tun. Redet mit den Menschen weiter. Ich weiß, es fällt schwer. Ihr werdet als dumm hingestellt. Ihr seid ganz weit weg. Was wollt ihr denn von uns? Seht ihr aber nicht, was hier passiert? Gerade im Deutschen Bundestag heute? Also die Grünen sind schon mal weg. Ja, die haben ihren Rücktritt.
aber nur die Bundesspitze. Und das erst zum November, wenn der nächste Parteitag kommt. Und wenn ihr dann den Bundestag weiterverfolgt, sie machen munter weiter. Ja, unser Bundeswirtschaftsminister steht da vorne an diesem Mikrofon und redet irgendwas, er beantwortet keine Fragen. Gar keine. Dann kommt die SPD und sagt was Richtiges zu dieser Übernahme von jetzt ganz groß, Unicredit und der Commerzbank, und erwähnt Herrn Merz mit BlackRock. Ha! Er hat was Richtiges gesagt, was wir die ganze Zeit, die ganzen Jahre auf die Straße bringen. Das sind die Menschen, die dieses Land hier kaputt machen wollen. Kaputt. Wir reden, es ist gut, dass die Ausländer alle Bezahlkarten bekommen. Merkt ihr eigentlich nicht, dass das ein Test für uns alle ist? Die Bezahlkarten werden wir bekommen. Wir alle werden die bekommen. Wir reden Sicherheit. Jetzt ist es ja wieder ein bisschen runter. Die Messerangriffe werden nicht weniger. Wir in Berlin haben ohne Ende Messerangriffe am Tag. Wir haben mehrere Schlägereien in den Schulen und, und. Die Exekutive kann davon auch viel mehr berichten. Aber die Exekutive kann davon auch berichten, wie es mit den Linken und der Antifa weitergeht, die hier unser Land kaputt macht. Wir sind nicht die, die das Land kaputt machen. Wir sind die, die von Anfang an klar gedacht haben. Und das fängt mit Corona an. Und was ist jetzt? Alle Maskenverstöße und alle Bußgelder, sagt Herr Söder, wir müssen mal überlegen, dass wir das aufheben. Herr Söder, Sie sind in meinen Augen immer noch der größte Verbrecher, der hier rumrennt, weil Sie waren derjenige, der es befürwortet hat. Herr Kretschmer ist der neue Ministerpräsident oder der alte. Weg damit, der ist auch ein Verbrecher. Wo ist denn die alte Regierung? Herr Lauterbach, räumen Sie Ihren Stuhl. Sie haben die Menschen angelogen. Sie haben sie in die Spritze getrieben. Und wer hat das Problem? Wir alle. Wir Menschen haben das Problem. Denn jetzt kommt es dazu, dass wir alle in diesem Land leben. Und wir wollen nicht, dass dieses Land untergeht. Also, mir ist das scheißegal, wer geimpft oder ungeimpft ist. Wir müssen jetzt wenigstens zusammenhalten. Wir müssen, dürfen unser Land nicht untergehen lassen. Denn Winston Churchill sagte schon, ist glaube ich ein Besatzer gewesen, Deutschland brauchen wir nicht, die Deutschen werden vernichtet. Und genau in diesem Moment sind wir dort da dran. Der Ami ist immer noch hier. Ich habe es gestern oder vorgestern Tetro auch schon gesagt, fahrt doch mal zum Stuttgarter Flughafen. Dort müsst ihr stehen bleiben, wenn ihr dort landet. Denn dort ist amerikanisches Staatsgebiet, dort kommt kein Bus einfach durch. Genau wie in Frankfurt. Oder probiert doch mal in Rammstein reinzukommen. Der Ami bestimmt uns. Die Ursache unseres Landes. Und jetzt bin ich wieder irgendein Reichsbürger, der ich gar nicht bin. Weil ich bin nur ein Mensch, der auf diesem Boden lebt und zufrieden leben will. Und vor 5 Jahren habe ich nicht daran gedacht, hier an diesem Mikrofon zu stehen. Und ich möchte dieses Ding sofort wieder wegschmeißen, wenn es unserem Land wieder gut geht. Aber wir müssen uns um unser Land kümmern. Sind wir denn neutral? Das ist die Frage. Wir brauchen ja noch nicht mal mit Souveränität kommen, weil die Souveränität können wir innerhalb unseres Landes herstellen. Aber sind wir neutral? Raus aus diesem Land. Alle. Wir wollen uns wieder haben. Raus aus der NATO. Wir brauchen so einen Angriffspakt nicht mehr. Ja, und wer darüber sich unterhält? Nicht so viel klatschen, ich habe nur ganz kurz, weil der Regen kommt. Wer sich damit beschäftigt, Entschuldigung, die NATO wurde mal gegründet, gegenüber dem Warschauer Pakt. Das ist genauso, wie die Hamas gegründet wurde zum Gegenpart von der PLO. Die Politik mischt sich da ein, wo sie Geld verdienen kann. Wir müssen das verstehen. Es wird niemals kriegsfrei bleiben auf dieser Welt. Wenn diejenigen, die oben sitzen, die Eliten, wieder Geld brauchen und Macht brauchen, dann werden sie es verteilen, so wie nach dem Kalten Krieg. Der Kalte Krieg war vorbei und das Geld ging nicht mehr. Und dann haben sie sich überlegt, was machen wir jetzt? Jetzt machen wir wieder neue Kriege. Und der Russe ist ja, er kann ein Despot sein, aber der größte Despot sind die Amerikaner. Und die müssen hier raus. Deswegen meine Forderung immer noch, raus aus der NATO, raus aus der EU, raus aus der WHO. Beschäftigt euch bitte mit dem Global Pact of Future, der bei der UN entschieden wurde. Die WHO hat diesen Plan ausgelagert am 22. und 23. September. Und damit bekommen hier Menschen die Macht, die ganz, ganz weit weg sitzen und die NGOs sind, die haben nichts mit uns zu tun. Achtet bitte darauf. Ich habe immer schon gesagt, achtet auf die UN. Die UN spielt eine ganz wichtige Rolle und jetzt sieht man's. Also bitte, bleibt stabil, haltet zusammen, kommt ins Gespräch. Ja, Frieden. Frieden schaffen ohne Waffen.
Herr Putin, Herr Zelensky, Europa und die ganze Welt, setzt euch verdammt nochmal an einen Tisch und verhandelt verdammt nochmal. Aber das wollt ihr nicht. Wir wollen keinen Krieg. Wir wollen auch nicht, dass die Europäische Union das Ding aufhebt mit den Cruise-Missiles und mit den Mittelstreckenraketen. Das Europäische Parlament fordert alle EU-Staaten auf, das Verbot aufzuheben. Dann ist der Krieg näher, wie wir uns vorstellen können. Aber nicht zu uns. Aber da gibt es noch ganz andere Länder, die zuerst platt gemacht werden. Sehe jetzt Nahost. Und Nahost ist noch ein ganz anderes Thema. Deswegen haltet zusammen, schützt verdammt nochmal eure Kinder. Vor allem, was jetzt in den Schulen und den Kitas passiert. Wir wollen keine Frühsexualisierung. Wir wollen keine Begegnungsräume. Wir wollen unseren Kindern unsere Geschichte weitergeben. Dafür sind wir alle zuständig. Unsere Generation. Aber das schaffen wir nur, wenn wir zusammen unseren Arsch hier auf die Straße bewegen und den Politikern zeigen oder den Eliten, dass Deutschland dort nicht mitmacht. Vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Und macht weiter.